Ich, weiblich 16, habe mit 12 meine Jungfräulichkeit an einem Fahrrad verloren. Wie soll ich denn da bitte irgendwem helfen, Alter? Herzlich willkommen zur heutigen Sprechstunde. Ich habe viele Einsendungen eurerseits erhalten und an der Stelle frage ich mich doch, macht es mich automatisch zum Psychologen, wenn ich einen Rollkragenpullover trage? Und ich würde sagen, das ist absolut der Fall. Die Brille, die müssen wir nicht tragen, die brauche ich nicht. Das ist nur Schein. Willkommen zu diesem wunderbaren Stream. Ich habe mir gedacht, dass es sicherlich nebst meiner Person eine Menge Leute gibt, die tatsächlich eine Menge Probleme haben. Und diese Probleme werden wir heute angehen. Meine Arme werden in diesem unglaublichen Outfit absolut geil betont. Sexuell gesehen ist er auf jeden Fall eine 1, Bruder. Ich sehe aus wie ein 10-Jähriger. Heute widmen wir uns also euren Problemen. Ich habe eine Telonym-Seite eröffnet. Ihr seht hier unten, also da, nee, da. Oh, hello there. Da seht ihr die eingeblendet, meine Freunde. Wir widmen uns heute tatsächlich euren Beichten und Problemen. Ich würde sagen, wir beginnen mit den ersten Fragen, meine Freunde. Es wird leider nur ein kleiner Auszug der Probleme sein, tatsächlich. Denn ich kann mich da leider nicht allen Leuten widmen. Das ist einfach leider nicht möglich. Der Link wird immer in meiner Insta-Story zu finden sein, vor dem Stream. Beginnen wir mit der ersten Beichte von diesem logischerweise anonymen User. Ich bin schwanger von meinem Bruder. Solltest du tatsächlich wirklich schwanger von deinem Bruder sein, kann ich einfach nur hoffen, dass du tatsächlich aus dem Saarland kommst und du tatsächlich dort in Familienkreisen bist, die absolut nachvollziehen können, was du da gemacht hast. Hi, Revi Yorkshire hier. Ich bin jetzt arbeitslos. Wann gibt's wieder was zum Bauen? Brauche wieder Twitch-Follower. Ciao, Kakao. Yorkshire, das ist eine wirklich extrem unnötige Frage, die ich hier auch nicht beantworten werde und kann. Ich werde mir das ganz kurz hier notieren. Ich habe hier vorne meinen Notizblock. Und ich hoffe, Yorkshire, man kann das hier lesen. Kommen wir hier nun zu einer ernsthaften Beichte tatsächlich. Und zwar schreibt hier jemand: Ich stehe auf einen Jungen, der nicht sehr beliebt in meiner Klasse ist. Meine Freundin lachen ihn immer aus und respektieren ihn nicht. Der Junge und ich haben schon oft etwas zusammen unternommen und es ist auch schon etwas mehr gelaufen. Meine Freundinnen wissen davon nichts und ich habe mitbekommen, dass er den nächsten Schritt machen will. Was soll ich machen? Meine Freundinnen wollen danach sicherlich nichts mehr mit zu tun haben und ich möchte ihn nicht verlieren bzw. verletzen. Meine Friends haben das schon mal mit einer guten BFF gemacht. Bitte hilf mir. An der Stelle kann ich einfach nur sagen, meine Freunde, das ist natürlich sehr, sehr kritisch. Man sagt ja immer, da, wo die Liebe hinfällt, so soll sie auch bleiben. Ich würde an der Stelle sagen, das sind keine ehrlichen Freunde, die du da hast, aber wenn dir das tatsächlich wichtig ist, deine Freunde zu behalten, würde ich einfach auf diesen Jungen scheißen und mich in jemanden verlieben, der beliebt ist. Das war natürlich nur ein kleiner Spaß meinerseits. Ich würde durchziehen und sagen, gönn dir rein und wenn deine Freunde dich wirklich, wirklich schätzen und mögen, dann wird das hier sicherlich funktionieren. Was machen, wenn ich auf ein Mädchen stehe, sie aber nicht auf mich? Dann hast du absolut das gleiche Leben wie ich und dein Leben ist ebenso wenig lebenswert wie das meinige. Ich kann aber an der Stelle einfach nur sagen, dass ich glücklicherweise einen AMG fahre und du nicht. Man kann sich unterhalten. Da ist dieses eine Mädchen, mit der ich mich stundenlang unterhalten kann und mit der ich mir auch eine Zukunft vorstellen könnte. Wir sehen uns relativ oft und wir reden auch eigentlich immer ab und an relativ kranken Deep Talk. Aber im anderen Moment ist sie immer wieder recht zurückhaltend und ich kriege kein Wort mehr heraus. What should I do? Es gibt oftmals Frauen, die sich tatsächlich gerne ein wenig interessanter machen möchten, indem sie die verschlossene, die verwegene, muss ich ganz kurz meine Analysebrille aufziehen, die gerne die verschlossene, verwegene oder verwirrte spielen, um ein Stück weit interessanter, zu wirken. Ich würde sagen, vielleicht ist sie sich auch einfach nicht sicher. Vielleicht solltest du ihr einfach ein wenig Zeit geben, das Ganze ohne Druck angehen und versuchen, ihr tatsächlich den Freiraum zu geben, den sie benötigt. Und mit der Zeit wird sich das Ganze dann sicherlich klären können. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute dabei und hoffe, dass ihr beide als Paar irgendwie noch zusammenfindet. Ey, yo,
Doc Revi, ich habe ein Problem. Ich stehe auf ein Girl, aber ich weiß nicht, wie es mit ihr aussieht. Wir sind gute Freunde und habe keinen Bock, wenn ich ihr sage, geghostet. Wenn ich ihr es sage, geghostet werde. Was soll ich tun? Ich bin mir sicher, wenn du einen Rechtschreib-Lesekurs an der örtlichen Volkshochschule belegst und eventuell in der Lage bist, da ein wenig aufzubauen, wird das sicherlich funktionieren. Meine Arme sind extrem breit und ich bin extrem gut gebaut und durchtrainiert. Sie glauben, die Geschichte ist wahr, da muss ich sie wirklich leider enttäuschen. Also ich bin 12 weiblich und unzufrieden mit mir. Also ich schäme mich dafür, dass ich meiner Meinung nach mit 12 zu große Brüste und alle anderen aus meiner Klasse haben kaum welche. Wie kann ich mehr Selbstbewusstsein bekommen, um so zu akzeptieren, wie ich bin? Liebe weiblich 12, an der Stelle kann ich einfach nur sagen, warte einfach ein Jahr und Maschallah, du bist der König in deiner Klasse. Ganz schwieriges Thema. Ja, gut, alles klar. Machen wir weiter hier. Ich, weiblich 16, habe mit 12 meine Jungfräulichkeit an einem Fahrrad verloren. Ha, 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 ha. Was soll ich jetzt dazu sagen, meine Freunde? Wenn es tatsächlich so passiert sein sollte, dann ist das sicherlich bei einem Radrennen passiert. Sicherlich bist du Teil der ortsansässigen Radrenngruppe gewesen, die Tour de France im Ort. Ich kann es mir nicht anders erklären. Aber ich bin ja hier, um zu helfen. Dann wirst du immerhin keine Schmerzen beim ersten Mal haben. Das ist doch... ist doch auch gut, oder? Bin männlich 21 und Sachbearbeiter beim Finanzamt. Durch meinen Job kenne ich ein paar Tricks und habe bei meiner eigenen Steuererklärung etwas betrogen, sodass ich mehr Geld rausbekomme. Es hat niemand rausgefunden, aber jetzt habe ich Angst, dass es dennoch irgendwie rauskommt und ein verdammt schlechtes Gewissen. Sicherlich intelligent, das Ganze hier im Internet zu posten. Diesen Post werde ich direkt hier melden und zwar wegen Steuerhinterziehung. Das ist hier unten eine Option, die ihr nicht seht. Und du wirst dafür ins Gefängnis kommen, mein Freund. Zu elendiger Steuerhinterzieher, ich zahle 50%. Was soll die Scheiße? Ich beichte, dass ich gemobbt werde, weil ich Revi-Fan bin. Ich habe mir dein Merch gekauft und trage ihn heute noch. Also bin ich ein guter Fan. Haha, aber jetzt mal ehrlich, werde ich wirklich. Ich kann es nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie man Kondome benutzt. In meinem Leben habe ich schon 3 Leichen gesehen und bin bei 30 Psychologen in 10 Jahren gewesen und weiß nichts von meiner Kindheit und wollte doch nochmal eine Therapie machen. Ist das sinnvoll? Wenn das jetzt tatsächlich der Realität entspricht, würde ich sagen, absolut. Mach bitte noch eine Therapie, aber dann bei einem richtigen, nicht bei jemandem wie mir. Hier haben wir eine extrem belastende Beichte. Ich, männlich 14, habe Evive und Odoman abonniert. Was soll ich tun? Bitte hilf mir. Gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit tatsächlich? Ich würde an der Stelle sagen, dass du wirklich hier ganz schnell deinen Instagram-Account einfach löschst. Und versuchst irgendwie dein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen, weil das ist eine extrem peinliche und unangenehme Nummer. Ich, männlich 15, beichte, dass ich mit meiner Freundin Sex hatte während deines Streams. Kann ich nur hoffen, dass da niemand schwanger geworden ist? Falls doch, würde es sicherlich eine Missgeburt. Was ist das hier? In die... Warum ist das so geschrieben? Ich beichte, dass ich mir in der Schule so richtig hart in die Hose geschissen habe und nicht auf Klo durfte. Ja, gut. Ich würde an der Stelle einfach die Lehrer dann vielleicht versuchen anzuzeigen oder so. Normalerweise ist es ein Grundrecht, die Toilette zu besuchen. Das ist kein Witz. Maybe, wenn du wirklich auch inkontinent bist, einfach durchgehend Windel zu tragen. Mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. Ich, männlich 20, sexsüchtig, hilf mir. Tobi, ich hoffe, bei dir ist momentan alles soweit gut. An der Stelle würde ich auch einfach die Schule wechseln. Ich, männlich 24, beichte, dass ich Papa Platte Sub bin. Schule wechseln. Habe gerade einen Wassermelonenkern gegessen. Wächst jetzt in meinem Bauch eine Melone. Das ist extrem wahrscheinlich, dass jetzt eventuell in deinem Bauch eine Melone heranwächst. Ich würde jetzt Folgendes tun. Wenn du die Möglichkeit hast, nimm dir am besten ein handelsübliches Brotmesser, schneide deinen eigenen und wenn du die Möglichkeit hast, wechsel doch einfach die Schule ganz kurz. Ich habe Sex mit meiner Oma, damit ich mir was leisten kann. Geld mir biete. Okay. Sehe ich das gerade richtig, dass deine Oma dich für Sex bezahlt? Falls ja, ich würde einfach die Schule wechseln. Was soll das hier? Gar nicht. Hatte.
Ich kläre das kurz. Wen hast du im Park gebissen? Wen? Wen hast du im Park gebissen? Antworte den Leuten. Wenn du jetzt einschläfst, ist das wirklich respektlos. Perfekt, gute Nacht. Also Leute, ich kann mir nicht vorstellen, dass Akani, dass dieser süße Hund jemanden im Park gebissen hat. Also Leute, wie soll ich denn da bitte irgendwem helfen, Alter? Die Fragen sind... Ich berichte, dass mein Yarok so lang ist, dass ich ihn mir selbst rektal einführen kann. Mein Freund lutscht mir gerade ein. Ich habe meine Kacke gegessen. Akani hat mich im Park gebissen. Ja, also Leute, Digga, wie soll ich da helfen? Ich habe meine Schwester in die Hose gerülpst. Alles klar. Ich, männlich 14, beichte, dass ich meinem Lehrer einen Joint angeboten habe und wir nach der Schule geraucht haben. Wechsel die Schule auf jeden Fall nicht. Bleib definitiv bis an dein Lebensende da und mach deinen Abschluss. Hier auch noch eine sehr gute Beichte. Wie findest du Motorräder? Ja. Ich, weiblich 15, beichte, dass ich lesbisch bin, meine Eltern mich aber abgrundtief hassen, würden sie davon erfahren? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage tatsächlich und ich kann das jetzt an der Stelle, glaube ich, mal ernsthaft beantworten. Ich glaube, eine wichtige und richtige Kontaktperson können da Lehrer und Vertrauenslehrer sein, die tatsächlich versuchen, eventuell zu helfen. Ich würde sagen, lass dich da auf jeden Fall nicht von irgendwem unterkriegen, blöderweise. Schau auf jeden Fall, dass du irgendwie jemanden findest, der dich da unterstützt und dass du jemanden hast an deiner Seite, mit dem du darüber offen reden kannst. Und solltest du wirklich nicht mit deinen Eltern damit klarkommen, dann bin ich mir fast schon sicher, dass es immer noch genügend andere in deinem Umkreis gibt, denen du davon berichten kannst. Und wie gesagt, ich glaube, Lehrer oder Vertrauensschüler sind tatsächlich da vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich, männlich 16, beichte, dass ich eigentlich 5 bin. Genau. Ich weiß nicht, Leute. Also ich glaube, mein Körper sieht wirklich seltsam aus in diesem Ding hier, weil das halt einfach absolut zu klein ist. Meine Arme sehen wirklich aus, als wäre ich ein 10-Jähriger, Digga. Ich habe täglich das Gefühl, dass ich nicht mehr hierher gehöre und stelle mir vor zu sterben, wie es sich wohl anfühlt, die schnellste Art wäre, schon ein paar Mal fast getan. Ich weiß nicht, was mit mir los und habe schon ein paar durch diese Sachen Panikattacken. Ich fühle mich alleine in dieser Welt und Freunde beleidigen mich immer mit Sachen wie zum Beispiel hässlich ich bin, warum ich nicht sterben gehe, wieso selbst sie mit mir befreundet sind und. Ich kann einfach nicht mehr und will mich jeden Tag einfach nur umbringen. Das klingt auf jeden Fall nach einer ernstzunehmenden Problematik tatsächlich. Und würde dir da dringend empfehlen, jemanden zu suchen im Umkreis, mit dem du da offen drüber reden kannst. Wenn du da wirklich niemanden für findest, gibt es eine Selbstmord-Hotline. Die Nummer ist hier an der Stelle im Video natürlich einmal eingeblendet, zu der man sich wenden kann, die auch gerne einen weitervermitteln an professionelle Hilfen. Selbst wenn man möchte, dass das eventuell keiner mitbekommt, ist ja schon mal der erste und wichtige Schritt getan, dass du hier offen anerkennst, dass das ein Problem ist und dass du definitiv bereit bist, da dran zu arbeiten. Wie gesagt, diese Selbstmord-Hotline ist auf jeden Fall für dich da, nimmt sich gerne dein Problem an und ich bin mir sicher, dass das auf jeden Fall tatsächlich eine ordentliche Herangehensweise ist. Ich, männlich 15, beichte, dass ich wie Evive auch Lukas heiße und deswegen immer verprügelt werde und mich dafür schäme, dass ich so heiße. Ich brauche unbedingt Hilfe von meinem vertrauenswürdigen Psychiater Dr. Revi. Also, sehen, Keil. Was soll ich an der Stelle sagen? Ich hoffe tatsächlich, dass du weiterhin auf die Fresse bekommst, weil du Lukas heißt und das ist absolut gerechtfertigt. Ich hoffe, dass deine Mitschüler dich dafür ordentlich hops nehmen. Hi, ich, weiblich 12, bin höchstwahrscheinlich schwanger, aber ich weiß noch nicht, ob ich es meinem Freund 15 sagen soll. Er wird aufs Handgreiflich, wenn ihm etwas nicht passt und ich habe Angst, dass er dem Baby wehtun kann. Digga, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn das wirklich der Fall ist, dann solltest du Schule wechseln und den Eltern reden vielleicht, ja. Hier schreibt Evive, also ich habe da ein kleines Problem und zwar habe ich einen kleinen Penis und meine Freundin sagt, dass sie selber nachhelfen muss, wenn sie kommt. Hast du vielleicht ein paar Tipps, wäre dankbar dafür. Sollte auch das der Realität entsprechen, kann ich dir da leider nicht aus erster Hand erzählen, weil mein Penis wirklich überdurchschnittlich groß ist. Aber ich kann dir Folgendes sagen. Bin mir sicher, dass du noch andere Qualitäten neben deinem Penis hast. Zum Beispiel eventuell funktionierende Finger, eine Zunge, einen Arm, Beine, einen Fuß, eventuell Modellautos. Wenn ein Hund eine 50.000 Mal empfindlichere Nase hat als ein Mensch, warum stirbt es dann nicht beim Kacken? Wie soll ich auf sowas antworten, Alter? Wie soll ich mit sowas umgehen, Dicker?
Mein Problem, ich habe immer wieder Sexträume mit Julian Bam. Wenn ich aufwache, weine ich immer, weil es nicht real ist. Aber keine Sorge, zumindest bin ich über 18 und ein Mädchen. Ah ja, es ist immer noch verstörend. Ich bin bereit, von dir zerstört zu werden. Liebste Dame, ich kann an der Stelle nur empfehlen, Julian Bam ist sicherlich ganz, ganz empfänglich für diese Art von Fantasien. Beschreib sie ihm doch eventuell an einer langen, absolut ekelhaften und widerwärtigen Instagram-DM, die er niemals in seinem Leben offenlegt. Ich kann dir an der Stelle einfach nur sagen, dass ich wirklich nichts mehr für dich tun kann, außer dass ich dir sage, schlaf einfach nicht mehr. Schlaf einfach nicht mehr, damit du nie wieder in deinem Leben so etwas träumen musst. Ich, männlich 14, berichte, dass ich mit meinem Freund 15 ein Baumhaus von Kindern kaputt gemacht habe, mit denen ich privat auch viel zu tun habe. Sie verdächtigen zurzeit irgendwelche Mitschüler und wenn ich es ihnen sage, dann werde ich kein so gutes Verhältnis mehr zu ihnen haben. Was soll ich tun? So tun, als wärst du es nicht gewesen, es weiterhin auf die unschuldigen Mitschüler schieben und eventuell versuchen, damit wegzukommen. Dann wirst du später gefasst und dafür ins Jugendgefängnis kommen. Irgendwie ist das für mich hier sehr, sehr relatable, was ich hier gerade lese. Ich kann das tatsächlich ganz gut verstehen, ja. Männlich 52 beichtet, dass ich deine Mutter habe, sogar dreimal. Moment mal. Hey, mein Vater ist gar nicht 52. Das war's vom heutigen Beichten- und Hilfstream, meine Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ja, gut. Ich zieh mich kurz um. Bis gleich.